Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Willkommen zum Wirtschaftsfenster MV. Auch Ausgabe 690 berichtet wieder aus unserem Land und über Einsatz und Wirkung von Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Bevor wir zwei tourismusfördernde Maßnahmen von der Küste thematisieren wollen, schauen wir nach Gilo in die Mecklenburgische Schweiz. Die Wasserburg Liepen, benannt nach einer spätmittelalterlichen Wehranlage, auf deren Grundmauern im 17. Jahrhundert ein Herrenhaus entstand. Von 1337 bis 1945 residierte hier das Adelsgeschlecht derer von Hahn. 2015 erwarb die Familie Hahn von Burgsdorf den Besitz ihrer Vorfahren und belebte die altehrwürdigen Gebäude mit neuen Geschäftsideen. So entstand hier etwa die Hahnsche Gutsmanufaktur, in der Erzeugnisse aus der Bitterorange entstehen. Allen voran ein Kräuterlikör nach Familienrezept, die alte Pomeranze, hat sich bereits weithin einen Namen gemacht. Wir als junge Generation haben uns überlegt, wie können wir im heutigen Zeitalter mit unserer Manufaktur und unserer Familie schön wohnen, aber das Ganze mit einem betriebswirtschaftlichen Konzept haben. Und jetzt nutzen wir eben die Wasserburg mit dem Gewölbekeller für meine Veranstaltungen, für die Pomeranze, aber auch die umliegenden Gebäude für Ferienwohnungen. Und so haben wir hoffentlich ein Gesamtkonzept, was wir gut auch weiterhin nutzen können. Zur Vollendung der neuen Konzepte fehlte jedoch lange Zeit ein entscheidender Baustein: kosteneffiziente Heiztechnik. Um den Bewohnern der Ferienwohnungen und den Besuchern der Veranstaltungen auch im Winter eine Wohlfühlatmosphäre zu bieten, die hohen Räume und kalten Wände auf Temperatur bringen zu können, investierte die Familie in Kupferrohre und eine Holzpelletanlage. Ja, zunächst mal hatten wir hier überhaupt gar keine vernünftige Heizung drin. Es waren 200 kW Nachtspeicheröfen verbaut, sodass wir also eigentlich nicht geheizt haben. Wir hatten einen Ofen, mit dem wir einen Raum vernünftig warm gemacht haben, aber der Rest war eigentlich kalt. Das heißt, im Winter oben 10 Grad oder weniger. Dann wollten wir gerne natürlich irgendwann mal eine Heizung haben. Wir wollten auch die Ferienwohnung im Winter vermieten können. Und haben lange überlegt, was das richtige System sein könnte. Ich wollte gerne was Regeneratives machen und bin dann dazu gekommen, eben weil wir hier auf dem Land wohnen, Hackschnitzel oder sonstige Biomasse zu nehmen. Unterstützt wurde die Anschaffung der neuen Holzpelletanlage mit Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Bestückt wird das klimafreundliche Aggregat mit Erzeugnissen des eigenen Landwirtschaftsbetriebs. Vor allem Stroh wird hier zum Energieträger. Das Besondere an dem Kessel ist, dass es ein Allesbrenner ist. Das heißt, ich kann da sowohl Pellets als auch Hackschnitze, als auch Stroh oder Kirschkerne oder Getreide oder was Sie sich vorstellen können, drin verheizen. Alles, was brennt. Und wir haben im Haus eine Temperierungsheizung. Das heißt, die Außenwände sind auf Brüstungshöhe mit Kupferheizungsrohren verbaut. Nun muss man sich auch bei Verkostungsveranstaltungen im Gewölbekeller nicht mehr allein auf die Eigenschaften des Kräuterlikörs verlassen, dessen Erzeugung von innerer Wärme ohnehin trügerisch ist. Ab sofort kann man sich ganz dem Geschmack der alten Pomeranze und anderer regionaler Produkte widmen. Eine nachhaltige Zukunft des alten Adelssitzes steht somit nichts mehr im Wege. Nichts mehr im Wege steht auch Wasser- und Bootsfreunden in Althagen, ein Ortsteil von Ahrenshoop. Dort wurde in die Infrastruktur am Hafen investiert. Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern ist so angesagt wie selten zuvor. Hotels, Ferienhäuser und Wohnungen sind ausgebucht, aber auch Campingplätze platzen aus allen Nähten. Für jeden Geschmack und Geldbeutel bietet unser Bundesland den passenden Urlaub, auch zu Wasser. Das ist natürlich gut für den Tourismus und diejenigen, die davon leben. Damit Urlauber und Einheimische sich aber auch weiterhin wohlfühlen, wird kräftig in die Infrastruktur investiert. Zumeist hilft hier die Europäische Union in Form einer Kofinanzierung mit. In Althagen zum Beispiel, einem Teil der Gemeinde Ahrenshoop, auf der Halbinsel Fischland-Daas-Zingst gelegen, kamen EFRE-Mittel in Höhe von 966.000 Euro zum Einsatz bei der Erneuerung einer
einer Steganlage nebst Wasserwanderrastplatz. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 1,2 Millionen Euro. Gut angelegtes Geld in die Zukunft. Ist absolut gut angelegtes Geld, weil die Halbinsel Fischland da Singst ja nicht nur aus der Ostsee zugewandten Seite besteht, sondern eben auch bekanntermaßen aus der Boddenregion. Und hier haben wir eine Netzfunktion eben der Häfen von Bad bis Ribnitz über die Fischland- und Daas-Gemeinden. Und wenn wir hier investieren können, auch wenn ein Spülfeld zunächst mal nicht touristisch ist, dann ist es gut. Denn der Wasserwanderrastplatz in Althagen, der hat natürlich eine Netzfunktion, sowohl für die Freizeitschifffahrt, auch für diejenigen, die dort einsetzen, sagen wir mal Kanus, Kajaks, Stand-up-Paddler, die dort starten. Er hat aber natürlich auch eine Funktion sozusagen für die Fahrgastschifffahrt, die es dort gibt. Insofern ist alles, was dort infrastrukturell die Region nach vorne bringt und Modernisierung bedeutet, gut angelegt. Man darf auch sagen, dass gerade in Althagen ja auch Traditionspflege betrieben wird. Das heißt, jährlich findet dort die Altheger Fischerregatta statt. 3000 Menschen, die dort kommen, über 30 Zeesboote. Das heißt, das, was das Antlitz dieser Region bedeutet, das kann man dort auch erleben. Insofern haben wir dort Tradition und Moderne an einem Punkt. Zeesboote dienten der Fischerei und somit den Nahrungserwerb der Bevölkerung an den Bader Boddengewässern. Zwar gibt es noch einige wenige Zeesboote, die zur Fischerei genutzt werden, aber ein Großteil der alten und neuen Boote geht heutzutage nur noch auf Touristenfang. Und mal ehrlich, was gibt es Schöneres, als mit einer Zeese lautlos über das Wasser zu gleiten und die intakte Natur hautnah zu erleben? In Althagen jedenfalls kommen Sie über den neuen Steg nun ganz einfach und sicher in einen solchen Traditionssegler. Und wir bleiben beim Thema touristischer Infrastruktur. Auch in Wolgast widmete man sich der Neugestaltung eines beliebten, gern besuchten Areals. Dazu schauen unsere Kollegen aus Vorpommern ein wenig zurück auf ein inzwischen abgeschlossenes Projekt. Der Wolgaster Fischmarkt ist einer von vielen Anziehungspunkten in der Herzogstadt. Im Jahr 2006 wurde im Rahmen eines Stadterneuerungsprogramms damit begonnen, den Bereich zu sanieren. Im Juli 2020 konnte auch der letzte Bauabschnitt des Großprojekts begonnen werden. Dieser ist der finale Schritt des Programms und dient hauptsächlich der verkehrsmäßigen Erschließung des sanierten Bereichs am Fischmarkt. Wir wollen den gesamten Abschnitt, der jetzt noch fehlt, also sprich von Wasserstraße bis hierher zum Wendehammer des Anglerheimes, ausbauen und darüber hinaus auch den Schwarzen Weg als kombinierten Geh- und Radweg ausbauen. So ein großes Vorhaben kostet nicht nur Nerven, sondern auch viel Geld. So viel, dass die Stadt sich um Hilfe bemühen musste. Ja, hier ist es uns gelungen, dank auch meiner Mitarbeiter im Hause, das Land zu überzeugen, uns europäische Fördermittel zu geben. Also aus dem EFRE-Topf wird hier der sechste Bauabschnitt des Fischmarktes finanziert. Auch da wollen wir heute starten. Insgesamt wurden für die Maßnahme 1,15 Millionen Euro benötigt. Etwa 75% davon stammen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Nach einer Bauzeit von 5 Monaten ist das langwierige Vorhaben beendet. Geschafft wurde einiges. Wir haben also nicht nur den Straßenoberkörper gemacht, sondern tatsächlich auch die ganzen Nebenanlagen, sprich die Straßenbeleuchtung zum ersten Mal ja im Übrigen im letzten Bereich. Wir haben den Kreisverkehr, also sprich den Wende haben wir hinten neu gebaut, sodass auch die Versorgungsfahrzeuge hinten wenden können. Haben die Gehwege und Radwege mitgestaltet. Also zum ersten Mal eigentlich eine richtige Herstellung der gesamten Straßenbahn. Die Maßnahme ist nicht nur eine einfache Straßenerneuerung, sondern trägt dazu bei, das städtische Umfeld zu verschönern. Auch die Verkehrsqualität von Wolgast wird im besonderen Maße von den Neuerungen profitieren. Das waren unsere drei Beiträge aus unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.